Schönen guten Morgen hier vom Trading Floor in Frankfurt. Ja, DAX hoch oder runter, das ist die Entscheidung, die sich heute hier abspielt. Und wir sehen eigentlich, dass die Entwicklung, die wir ja in den vergangenen Tagen schon immer etwas vorher prognostizieren konnten, aus der Volatilität raus, dass dem DAX eher die Richtung nach Süden passt als die nach Norden. Also so richtig an den US-Markt hat er sich nicht mehr rangewagt. Das heißt, man antizipiert mehr die Bewegung nach unten als die nach oben. Und wie gesagt, das war ja schon im VDAX, also dem Schwankungsindex für den DAX, der abzeichnet, wie der DAX in den nächsten 30 Tagen taktet, also wie stark er prozentual praktisch schwankt, abzulesen, denn die Schwankungsbreite ist nicht mehr unter 25-26% gefallen und heute wieder über 30%. Das heißt, da ist more to come nach unten, denn immer wenn der VDAX steigt, dann fällt der DAX. Und die Begründung liegt sicherlich mehr in dem Pandemiegeschehen hier in Deutschland und natürlich auch in Europa, während in Amerika natürlich die Thematik mehr auf den Wahlkampf und auf dieses sogenannte Stimuluspaket geht. Läuft da jetzt was oder läuft da nichts? Eben jeden Abend das gleiche Spiel. Pelosi und Mnuchin sind auf dem Wege, einen Pakt zu schließen oder wieder nicht. Und dann kommt Donald Trump und sagt, ja, ich habe da eigentlich noch eine Idee, es könnte noch mehr werden. Und mittlerweile ist Trump eigentlich der Präsident der Demokraten, weil er genau das möchte und noch mehr, was die Demokraten möchten und nicht mehr, was seine republikanische Fraktion macht. Also auf jeden Fall, er ist nicht in dem Szenario, das die eigene Fraktion gerne hätte. Und insofern ist dieses Stimuluspaket eher auf dem Weg, weil es die Demokraten wollen und weil er es braucht. So, gehen wir mal in die Charts rein, dann sehen wir auch die Entwicklung vom DAX heute, nämlich, dass die Position 12.600, also die Unterstützungslinie 12.600, deutlich angeknabbert worden ist. Wir sind im Handelsverlauf schon drunter gefallen und haben uns jetzt wieder ein bisschen in Richtung 12.6 bewegt. Aber dadurch, dass diese Unterstützung jetzt schon deutlich, deutlich angefressen wird, um das mal so auszudrücken, läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass der DAX sicherlich nochmal in den Bereich 12.200 andocken möchte. Das wäre allerdings aus gesamtcharttechnischer Sicht nicht so dramatisch, wie wir das hier in der Seitwärtsbewegung beim DAX sehen, weil die Unterstützungslinie 12.200 mehrfach angetestet worden ist, auch erfolgreich. Und wir sehen allerdings auch, dass die Tiefpunkte im DAX zumindest in den vergangenen Monaten immer ein Stückchen höher gelaufen sind. Aber wir sehen eben auch, dass die Hochpunkte mittlerweile nicht mehr höher liegen. Das heißt, der letzte lag schon unter dem, dem Verlaufshoch des Jahres, nämlich bei knapp 13.400. Und jetzt sind wir schon eher nach unten getaktet. Also es spricht erstmal viel dafür, dass der DAX die Südseite sehen wird und eben diese Unterstützungslinie bei 12.200 antesten wird. Was wir uns heute rausgesucht haben, ist ein Zertifikat auf die Bitcoin Group. Warum ist jetzt eine ganz gute Frage, die zu beantworten gilt, weil, wie man in der Aktie sieht, Profiteur von einem steigenden Bitcoin wäre. Das ist ein Dienstleister, der also alles rund um den Bitcoin anbietet. Als da wären Wallets, als da wären Konten, als da wäre natürlich auch ein Handel in den Kryptowährungen und zwar nicht nur im Bitcoin. Und wenn der Bitcoin eben diese 12.200er oder 12.000er Marke noch deutlich überschreitet, das heißt also wieder einen stärkeren Anstieg antizipiert, dann würde die Aktie, wie man das in der Vergangenheit auch gesehen hat, eben diesen Anstieg mit antizipieren, natürlich auch wieder einen Rückfall. Das heißt also, die Aktie taktet ziemlich nah am Bitcoin dran. Sprich, wenn wir also einen Run auf den Bitcoin in den kommenden Wochen sehen sollten und sich der Ausbruch wirklich nachhaltig vollziehen sollte in Richtung der alten Allzeithochs bei 19.000 US-Dollar, dann wäre die Aktie natürlich auch sehr, sehr wieder interessant für die entsprechenden Trading-Optionen. Jetzt gehen wir dann aus den Charts raus. Das Zertifikat, was wir uns für dieses
was wir uns für dieses Instrument, also für diese Basisaktie herausgesucht haben, Bitcoin Group, ist ein Zertifikat mit dem Hebel 3,3, die Kennnummer LS631A. Und heute Nachmittag um 14.15 Uhr in unserem Zertifikate-Trade des Tages gehen wir nochmal näher darauf ein, was jetzt gerade interessant ist an der Aktie und eben warum das Zertifikat so interessant sein könnte, warum der Bitcoin wahrscheinlich noch stärker anziehen wird und wie es weitergeht mit dem DAX. Also bleibt dran, wir zählen auf euch. Ihr könnt auch unter Heavy Traders Live gerne uns nochmal kontaktieren bzw. dann da reinschauen. Wir zählen auf euch bis heute Nachmittag.